Dann fällt mir jetzt gerade hier in dieser Ecke nicht mehr so viel ein. So, allzu lang kann ich auch, glaube ich, nicht mehr machen. Was haben wir? Oh, wir haben schon 0:39 Uhr. Heiliger. Ja, wir machen jetzt noch so zwei, drei Kleinigkeiten einfach nur. In der Ecke da hinten, wo ich jetzt vorhin das Stampfen gelernt habe, gab es ja noch ganz, ganz viele kleine Holzstücke zum Stampfen. Da muss ich also nochmal hin und mir das angucken. Ja, ich bin gerade so ein bisschen... Will ich dieses Upgrade wirklich haben? Eigentlich will ich alle Upgrades haben. Also ja, früher oder später werde ich es mir sowieso holen. Aber eigentlich zögere ich immer gerne mit Dingen, die mich auf Schätze aufmerksam machen, tatsächlich. Weil ich so Zeug ja immer gerne selber finde. Ich habe da so ein bisschen den Ehrgeiz des Entdeckers. Ha. Also ich weiß nicht, wie aufdringlich ist das Ding? Wie sehr zeigt es mir alles an? Kann ich es abschalten, wenn ich es nicht mehr möchte? Dieses mächtige Werkzeug wird dir helfen, sie zu finden. Ist das etwas, das mir dauerhaft quasi immer den Weg zur nächsten Kiste anzeigt? Oder ist das was, was ich... Ah, okay, du kannst es ein- und ausschalten. Perfekt, das wollte ich wissen. Super, dann nehme ich es. Truhenfinder. Piept schneller, je näher die nächste Truhe ist. Ah, okay. Ah ja, und ich kann es ein- und ausschalten. Perfekt. Sehr gut. Dann werde ich es erstmal ausgeschaltet lassen, glaube ich, solange ich mich hier sowieso zum mehr oder weniger ersten Mal umschaue. Sehr cool. Das finde ich gut. Und wenn ich dann später irgendwann so die letzten Kisten suche, sehe ich eigentlich irgendwo, wie viele es insgesamt gibt? Also weiß ich irgendwann, dass mir nur noch 50 Kisten fehlen in der ganzen Welt, oder? Wenn ich dann irgendwann die letzten suche und verzweifelt bin, dann schalte ich das ein. War ich das? Warum habe ich gerade geschossen? Ich habe gar nichts gedrückt. Was ist da gerade passiert? Ah, noch nicht. Okay, also irgendwann werde ich sehen, dass mir noch Dinge fehlen. Perfekt. Ja, cool. Ach ja, der hier ist auch weiß. Kaum zu glauben. Die verrückten Roten meinen immer noch, Mr. Miracle wäre einer von ihnen. Vielleicht muss ich den doch nicht einfärben. Ich dachte, der hier wäre auch tatsächlich blau. Ha. Also alle stehen sie vor einer weißen Figur und behaupten, der ist blau, der ist rot. Hm. Aber ja gut, so läuft das wahrscheinlich. So, gab es hier noch irgendetwas, das wir machen können, sollten? Mir fällt zumindest gerade nichts ein. Ja, ich glaube, ich muss auch so langsam mal zum Schluss kommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde auch langsam etwas müde. So, fällt mir jetzt gerade noch irgendetwas... War hier noch ein Laden? Gab es da noch etwas, was ich noch nicht hatte? Bei dem komischen Rattle-Hack-Typen? Oder gab es hier sonst noch irgendetwas, das ich tun konnte oder noch nicht tun konnte? Irgendwo gab es noch eine Hütte mit einem blauen Dach, fällt mir gerade ein. Also da gab es mehrere, aber irgendwo war es auf jeden Fall eine Hütte. So, habe ich hier schon alles gekauft oder gibt es hier noch etwas?
Ne, hier habe ich schon alles. Besondere Angebote für dich. Ja, bitte, ich sehe keine. Also ich könnte die ganze Nacht lang schnarchen, Pummelerster, ja. Dein Ziel steht ja immer oben rechts. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber wie gesagt, ich bin nicht immer so zielstrebig. Und Backtracking und um die Ecke tracking und überhaupt herumtracken ist ja sowieso irgendwie mein Ding. Mache ich gerne. War nicht auch hier hinten irgendwo? Wo wohnte denn dieser komische Superstar? Supraball-Superstar. Bei dem, der Vulkan ist ausgebrochen. Ach ja, das sagen die schon die ganze Zeit. Bei dem weiß ich auch, dass wir da noch irgendwas mit dem, oder was heißt weiß ich, aber ich vermute, dass ich da irgendwas mit dem Supraball noch machen muss. Und hier in der Ecke war doch auch noch eine Tür. Überall waren hier noch die. Habe ich das? Das habe ich noch gar nicht benutzt. Warte mal. Aber ich glaube, so weit komme ich jetzt auch nicht. Aber ich könnte vielleicht drauf schießen. Moment. Wir müssen da was ausprobieren. Wo war denn. Wo gab es denn. Hier gab es die Kugel. Ach ja, hier waren die beiden. Süß. Hier muss es doch irgendwo eine Batterie geben. Die war, glaube ich, auf der anderen Seite, ne? Nee, dafür muss ich das ja schon einschalten. Ah. Moment, es muss doch eine Abkürzung geben. Das ist doch immer so. Wenn ich das einmal gemacht habe. Gab es hier nicht eine Abkürzung? Oder gibt es sie ausgerechnet hier jetzt nicht? So, hier ist die Batterie. Ja, komm halt mit jetzt. Komm da rein. So, kann ich jetzt auf das Ding da hinten schießen? Ja, das hat geklappt. Okay. Hey, Kiste. Maximale Gesundheit plus 5. Mensch, wenn ich so weitermache, passt der Balken nicht mehr ins Bild. So, und dann gab es hier hinten noch was in der Ecke. Aber das war, glaube ich, genau, mit Sternen war das. 166. Ich bin erst bei 129. Mann, ey. Das ist ja blöd. So, das haben wir. Da in der Ecke war, glaube ich, auch noch eine Abkürzung. Aber ich habe schon keine Ahnung mehr, wo die alle hinführten. Ansonsten war hier nichts mehr. So, wo bin ich da hingekommen? Ach, hier. Richtig. Gab es hier noch irgendwas zum Stampfen oder so? Oder zum Kaufen? Warte mal. War hier nicht auch ein Laden? Der ist auch schon leer gekauft. Okay.
Na, ich glaube, zum Stampfen gab es hier jetzt gerade auch nichts mehr. Oder sonst zu erledigen. Dann können wir eigentlich wieder zurückgehen. Ja, also das mit den roten Kristallen werde ich jetzt heute nicht mehr anfangen. Ich laufe jetzt hier einfach noch so ein bisschen durch die Gegend und gucke, wo mir spontan etwas auffällt, was ich machen kann, jetzt mit all meinen neuen Fähigkeiten. Warte, war nicht da drüben das Haus mit dem blauen Dach? Da, genau, das da. So, da oben gibt es nämlich ein blaues Dach. Ah, Mist. Das falsche Ende verbunden. So, hier. Was passiert hier gerade? Warum kann ich denn hier nicht ordentlich schießen? Was ist denn hier los? Ich weiß gerade nicht, was hier passiert. Irgendwie kann ich an dieser Stelle nicht ordentlich schießen. Ja, ich muss die alle gleichzeitig treffen, schon klar. Aber warum? Ich hätte es halt so versucht. Aber warum soll hier ein Force Cube in der Mitte stehen? Du hast doch eine neue Fähigkeit bekommen. Ach so. Ja, aber wie?
Ich bin überfragt. Ich muss doch mit meinem... Was kann ich tun? Ich muss ja hier mit irgendwelchen Projektilen... Oh, sag es nicht. Ah, okay. Danke, danke. Du hast nicht alle Fähigkeiten, die du brauchst, um dieses Rätsel zu lösen. Such weiter. Danke. Okay. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich hier irgendwie, wenn ich hier einen Force Cube hinstelle, dass der vielleicht das reflektieren sollte in alle Richtungen oder so. Oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Irgendwas ist damit. Aber das schlaue Mannequin hier sagt, ich habe nicht alle Fähigkeiten, die du brauchst. Okay, das beruhigt mich. Dann werde ich mir das später nochmal anschauen. Force Cube auf den Holzblock stellen und drauf stampfen. Ah, okay. Ah, dann werde ich da wohl später nochmal irgendwas lernen, um das tun zu können. Ach, komm jetzt, geh mir doch nicht auf den Keks hier. So, und hier hinten lebte doch der andere Star. Immer wenn ich mit meinem Supra Ball auf das Tor geschossen habe, hat der irgendwie sowas gesagt wie, damit kriegst du keinen Rang oder sowas oder keine Ahnung. Das hier hatte ich doch auch schon geöffnet, oder? Ja, genau, da ist ja das Tor aufgegangen. Also habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie einen super Schuss machen muss hier, um irgendwie selber auch so einen Sternerang da zu kriegen. Genau. Das ist nicht mal eines Holz-irgendwas-Rangs würdig. So, die Frage ist nur, von wo aus muss ich schießen? Damit das gefeiert wird. Na toll. Latte. Nein, war das kein Tor? Oh, come on. Das ist nicht mal... Mann! Was muss ich denn tun, um den zu beeindrucken? Aber das ist doch richtig, dass ich hier irgendwas tun muss, oder? Gehe ich von aus. Ich muss irgendwie einen ganz tollen Schuss hinlegen. Vielleicht muss ich auch einfach die Kanone noch weiter aufwerten, dass ich den einfach so fest da reinballer. Ich gebe dir gleich einen Holzrang. Das Geräusch. Ah, okay, ja, ich glaube, ich bin auch langsam nur noch läppsch und laufe hier nur noch ziellos durch die Gegend. Also nicht ganz ziellos, aber orientierungslos, weil ich hatte das doch schon. Ach ja, ich musste hier die ganze... Ja. Hm. Vergessen wir das. Ja, wir können über den Weg quasi wieder zurück.
Ja, nee, wir machen beim nächsten Mal dann mit sinnvollen Dingen weiter. Wo bringt mich das dann noch gleich hin? Hui! Ach, zum Karottenfeld, oder? Ist das hier die Ecke? Ja, genau, die Ecke. Ah, vielleicht, warte, vielleicht kann mir jemand noch einen Hinweis auf das hier geben. Oh nein, ist das alles wieder weg hier? Ich hatte das schon einmal aufgebaut. Ach, dieses Rätsel hier ist nämlich auch so ein bisschen nervig. Also ich hatte nämlich die drei Kugeln, die es hier gab. Ja, ich muss das nochmal machen. Ach nee, habe ich jetzt auch keine Lust zu. Naja, auf jeden Fall hatte ich diese drei Kugeln da raufgelegt und dann halt eingeschaltet und dann hüpfen die ja so lustig und dann bin ich mit meinem Gürtel da ran entlang geschwebt, aber ich komme einfach nicht nach da oben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob ich das vielleicht mit der neuen Knarre schaffen kann, aber dann wird wahrscheinlich die Kugel hier hinten runterrollen. Also mit der Knarre alleine geht es auf keinen Fall. Wenn ich die Kugeln halt da habe und an der Kugel nach oben schwebe und dann mit der Knarre schieße, vielleicht könnte das klappen. Aber ich bin ehrlich gesagt jetzt gerade zu faul und zu müde, um das noch auszuprobieren, weil ich die Kugeln da erst alle rausholen müsste und so weiter. Ich gucke jetzt gerade hier nochmal, ob es noch was zu kaufen gab. Nee, ich bin fast der Meinung, dass ich noch irgendwo... Ich dachte, ich hätte irgendwo noch einen Laden gehabt, wo ich noch was kaufen kann. Wobei mir gerade einfällt, dass ich, glaube ich, eben das rote Fass noch gar nicht mitgenommen habe, oder? In der Ecke, wo wir gestampft haben und so weiter. Und wo die tiefe Höhle unter dem Knochen war, in die ich auch nicht reingesprungen bin. Da habe ich das rote Fass überhaupt nicht von der Mauer geholt. Kann das sein? Wie käme ich jetzt am schnellsten nochmal dahin, um das zu machen? Es gibt so viele Schnellreisemöglichkeiten hier. Aber ich kann mir einfach nicht merken, was nach wo führt, weil das geht hier alles so kreuz und quer. War jetzt mit Sicherheit wieder ein größerer Umweg, als sein müsste, weil es wahrscheinlich einen sehr viel schnelleren Weg gab. Aber wie gesagt, hier sind so viele Röhren und Hopse-Nupsis und so weiter und so fort. So, aber auf welchem Weg bin ich jetzt eben gekommen? Wie komme ich nochmal schnell dahin zurück, wo dieses rote Fass war? Durch die Röhre. Ich bin durch irgendeine Röhre gekommen. Warte, war die nicht hier vorne? So, dann wäre das ganz offiziell jetzt das Letzte, was wir noch machen. Wir schauen, dass wir an dieses rote Fass rankommen. Da drüben, die war das, glaube ich, oder? Entweder die Röhre oder das
Reiseding hier. Genau. Hier ist das Knochenteil. Und ich glaube nämlich, dass ich da vorne das rote Fass auf der Mauer habe stehen lassen. Genau, da steht es nämlich noch. Das machen wir jetzt noch. Wir holen das Fass von der Mauer. Hoffe ich zumindest. Und schauen, was sich darin befindet. Zack. Und dann ist Schluss für heute. Die 4,5 Stunden jetzt reichen auch gerade mal wieder. Und ich merke auch, dass ich selber jetzt gerade schon abbaue. So, ich hoffe, dass ich bald mal hier auch den Blaster aufwerten kann. Sodass der hier Dinge schmelzen kann und so Sachen. So, das letzte rote Fass. Dann haben wir die alle. Genau, da ist keins mehr. Und wir bekommen Blasterschaden plus 15. Dein Blaster macht jetzt 15 mehr Schaden. Das heißt aber nicht, dass der... Oder? Heißt das, dass der heißer wird? Ist das die Art und Weise, auf die man ihn upgradet, um das zu tun? Also ich dachte, ich bekomme dann irgendwann... Nee, ich werde bestimmt irgendwann den Hinweis bekommen. Dein Blaster kann jetzt Metallstreben schmelzen oder so, denke ich mal, oder? So. Ach, witzig. Genau hier haben wir übrigens heute angefangen. Vor, wie gesagt, 4,5 Stunden. Genau in diesem Bereich. Aber da hatten wir die Tür noch nicht geöffnet. Vielleicht bleibe ich da jetzt auch einfach mal stehen, damit wir beim nächsten Mal da die ganzen Stampfgeschichten noch machen können. Hier haben wir ja heute das Stampfen gelernt. Notwendigerweise. Jetzt auch endlich. Und ich glaube, hier gab es auch noch das ein oder andere zu stampfen. So. Genau, da den Weg entlang waren, glaube ich, noch Stampfgelegenheiten. Und da gibt es auch noch Schalter und andere Dinge und überhaupt. Überhaupt gibt es hier noch unheimlich viel zu tun. Und es kommt auch immer wieder Neues nach. So. Ach, komm schon. So. Ich bin müde und möchte Feierabend machen. Okay, so. Hier bleibe ich... Echt jetzt? Also wirklich. Hier bleibe ich jetzt stehen. Und dann machen wir Schluss für heute. Gehen mal zurück ins Hauptmenü und schauen, wie weit wir gekommen sind heute. Wir hatten exakt, genau, als ich gestartet bin, haben wir exakt 15 Stunden und 0 Minuten gehabt. Jetzt sind wir bei 19 Stunden und 14 Minuten und endlich haben wir hier die Lücke gefüllt. Das war nämlich genau die Lücke, von der ich vorhin gesprochen habe. An der Stelle war bisher halt nichts, weil ich das Stampfen nicht konnte. Und hier alles drumherum, oder ne, vieles davon hatten wir halt schon bis hierhin. Ich glaube, das hatten wir jetzt heute neu, das ist der Sucher. Und das hier, den Translokator, haben wir neu. Und halt eben das hier, das Stampfen. Und diese Lücke in der Auflistung der Dinge hat mich schon die ganze Zeit gestört. Und jetzt sind wir auch bei 56%. Wir waren vorhin noch nicht mal, ich glaube, bei 43 oder so. Irgendwas Anfang 40. Da habe ich nämlich noch gesagt, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte nach 15 Stunden. Und jetzt sind wir schon bei 56%. Ich fühle mich, als hätte ich Fortschritt gemacht und das freut mich. So, hier machen wir Schluss.